Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warplanes. Ich habe mir gedacht, ich spiele die Woche mal wieder World of Warplanes. Hier haben wir jetzt gerade, heute sich die neuen Polycarbonate 1.80.3. Schließen Sie die Aufträge. Ich würde mal sagen, machen wir mal die Aufträge. Oder vielleicht auch nicht. So. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also 11. Da will ich wieder mal eine 2 6er Würfel nehmen. Und mit die Würfeln. Ich habe eine 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dann schauen wir mal nach die Verbesserungen. Ist alles eingebaut, alles gut. Ja, okay. Die können wir eigentlich auch weglassen, oder? Ach, egal. Immer mit. Und dann schauen wir mal, wie die erste Runde läuft. Heute ist Ostermontag. Ich nehme gerade ein bisschen spät die Aufnahme auf. Ich habe gerade die ganze Zeit vom Fernseher gesessen und einfach nur abgeschillt. Morgen wird das Video wieder ein bisschen früher kommen, weil ich muss morgen früh los. Um 9 Uhr war das. Deswegen werde ich wahrscheinlich da schon um 6 Uhr oder 7 Uhr das Video machen und dann schnell ins Netz setzen. Ja. Dann habe ich die Woche wieder Spätschicht. Und wieder 39-Stunden-Woche. Deswegen bleibt es erstmal immer bei einem Video. Oder ein Let's Play. Hallo, was ist denn jetzt hier los? Hilfe! Was ist denn jetzt hier los? Los geht's! Los geht's? Ich sehe noch nichts. Also, ihr wollt zuerst World of War Ships spielen. Da war ein Update von 1,5 GB. Da habe ich gedacht, kein Bock so lange zu warten. Schau ich mal bei World of Tanks. Da hatte ich ein Update von 900 Megabyte und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt lieber schon mal nachschaue, dann schaue auch mal bei World of Warplanes nach. Und da war halt nur ein Update von 300 Megabyte oder 400 Megabyte. Und ich denke mal, im Hintergrund, ich habe die Downloads nicht abgebrochen. Deswegen lädt dein Hintergrund wahrscheinlich die anderen beiden Spiele schon mal weiter fertig hoch. Und deswegen sehe ich das Bild gerade nicht. Obwohl World of War, World of Tanks müsste eigentlich auch schon fertig sein. Feindkontakt! Na, komm schneller.
Naja, vielleicht gewinnen die unten rechts an der Karte, sehen wir ja mal, wo wir sind. Wir fliegen hier oben jetzt gerade die ganze Zeit hin und her. So lange, bis wir entweder irgendwo gegenfliegen, abgeschossen werden oder wir verloren haben oder gewonnen haben. Oder bis ich fertig bin mit den Laden hier. Doch ein Mist. Aber ich glaube, das sieht gerade nicht sehr gut für uns aus. Ja, komm, schneller, schneller, komm, komm. So, jetzt ein kleines Stück noch. Das wäre was gewesen, wenn ich den getroffen hätte. Yeah! Ach, egal. Letztes Flugzeug. Karte kenne ich gar nicht. So eine ähnliche kenne ich, aber die kenne ich nicht. Komm her. So, mal erstmal eine Rakete und reinknallt in das kleine Schiffchen da. Come on! Yeah! Das war mein harter Kampf. Erstmal 8 Minuten hin und her geflogen, ohne teilzunehmen, und dann noch eingekillt und eine Flax zerstört. Und jetzt auch nochmal 10 Minuten, bis ich wieder in das Bild reinkomme, wa? Jo. Ich kann ja jetzt schon mal würfeln. Ich habe die 3 gewürfelt. Also das nächste Schiff, Flugzeug, ist eine 3. Premium 105 in den Taten schließen. Okay. Ich habe jetzt eine 3 gewürfelt. Das wäre der. Gehen wir auch gleich ins Gefecht rein. Und hoffen, dass wir jetzt nicht wieder 10 Minuten warten müssen, bis wir in den Kampf reinkommen.
Weil das war schon ein bisschen doof gewesen. Aber ich habe gewonnen. Oder wir haben gewonnen. Das ist ja hier kein Einzelspiel, sondern ein Teamplay-Game. Gameplay-Team, Team-Gameplay. So, das ging schon mal wesentlich schneller. Das sieht auch schon mal ein bisschen schneller aus. Also denke ich mal, dass die anderen beiden Spiele mit den Updates auffällig sind. Ich bin jetzt am Überlegen, was ich nächste Woche bringe. World of Tanks oder World of Warship. Steel Ocean. Oh, es geht los. Ich bin immer noch nicht drinne. Steel Ocean könnte vielleicht auch noch sein. Ich bin mir da noch nicht so ganz schlüssig. Nein, der schießt mich ab. Nein, nein, nicht. Hochziehen, 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 hochziehen. Oh! Scheibenkleister. Ah. Ah. Da gefiel mir die Runde davor gerade viel besser. Naja, was soll's. Wollen wir uns das Spiel noch so anschauen oder? Nee, komm, wir gehen zum nächsten rüber. Zurück zum Hangar. Okay. Und ich würfel schon mal eine 6. 3, 4, 5, 6. Jetzt kommt der Russe. Der Red Huntman. Da habe ich auch schon mal ein paar Mal gefragt, ob ich ein Russe bin, weil ich Red Huntman heiße. Roter Jäger. Könnte man das nicht auch so verstehen, dass ich die Roten jage? Na, egal. Aber ich bin kein Russe und das Red ist eigentlich immer nur so, Name, weil ich halt rote Haare habe. Deswegen sage ich immer Red. Red. Red Huntman, Red Dog. Und wie auch immer. Oh, ich bin an zweiter Stelle. Ich bin nur in der Beweglichkeit besser. Sonst ist der Gegner besser wie ich. Naja. Ich bin einer, der komplett schlechter ist wie ich. Es geht schon wieder los und ich bin wieder nicht drinne. Ich wäre besser wie der. IL-2. Auch ein. Ich will rein ins Spiel. Let me see the game. So.
Wir haben jetzt Raketen und Bomben. In diesem Kreis könnte irgendwo meine Bombe aufschlagen, wenn ich sie abwerfe. Aber ich werfe sie nicht ab. Meistens ist es halt genau der Kreuz. Meistens. Selten, dass er irgendwie ein bisschen anders hinfliegt. Den schießen, bei denen die Bombe abwerfen. Da ist die Flak. Und hochziehen. Kleine Drehung. Immer die Gen-Vierecke anvisieren. Ein paar Bäume rasieren. Jetzt den kleinen Kollegen mal hier helfen. Feuer! Das Feuer ist aus! Naja, da hat er mich erwischt. Jo. Ein Sieg, zwei Niederlagen. Ich denke mal, das reicht für heute. Und ich denke mal, morgen wird es auch wieder ein bisschen besser laufen, weil heute mit den Downloads, die jetzt gerade noch laufen, oder die bestimmt schon fertig sind, die liefen mal bestimmt umgelaufen. Aber überall. Passt schon. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Noch frohe Ostern. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.